Hallöchen und herzlich willkommen zu einer, also zur ersten Folge vom Fußballmanager 19 oder Footballmanager 19. Wir haben hier eine Karriere gestartet mit Borussia Dortmund. Ich habe die ersten, also die Freundschaftsspiele oder die Vorbereitungsspiele habe ich soweit alles erledigt. Jetzt sind nur noch die Spiele übrig von ja, Bundesliga, Champions League und der DFB-Pokal. Der steht jetzt gerade auch an, da müssen wir gegen Energie Cottbus ran. Und zum Einstieg würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal die Mannschaft, was wir getan haben, wie wir ihn vielleicht verkauft haben etc. Gehen wir mal hier auf die Transferseite und auf die Chronik. Hier seht ihr auf der rechten Seite die Abgänge. Dennis Burnic und Jakob Brun-Larsen wurden verliehen. Massimo Onatelli wurde verkauft an Gornik für 32.000. Dazugekommen, das sind die ganzen Voreingestellten, Witzel, Delaney etc., die sowieso schon nach Borussia Dortmund transferiert worden sind. Und wir haben uns Davy Selke von Hertha BSC für 20,5 Millionen Euro geholt als zweiten Stürmer hinter Paco Alcácer. Ob das Ganze jetzt aufgeht, werden wir sehen. Wir gehen mal rein in die Taktik. Da seht ihr die Aufstellung, die ich momentan gerne spielen möchte. Klassisch 4-2-3-1. In der breiten Variante mit zwei Flügelspielern außen. Reus links, Pulisic rechts, vorne im Sturm der Paco. Hinten drin eine klassische Viererkette mit zwei Außenverteidigern. Links Guerrero, rechts Hakimi, der neu ausgeliehene von Real Madrid. Und hinten drin Diallo und Akanji im Tor, Bürki. Und im defensiven Bereich als unterstützender Mittelfeldspieler Witzel und als, Zerstörer vor der Abwehr, als klassischer Sechser, den Delaney. Im mittleren Bereich habe ich Götze den Vorzug vor Kagawa gegeben, weil ich persönlich Götze stärker finde und besser finde als Shinji Kagawa. Beide können sich aber super ergänzen, das heißt, wenn Götze mal eine Auszeit braucht, kann Kagawa kommen oder andersrum. Auf der linken Seite definitiv Marco Reus. Sancho lauert dahinter, aber Reus einfach zu bärenstark. Also den Jungen kann man nicht auf der Bank sitzen lassen. Auf der rechten Seite Pulisic, auch ein superklasse Flügelspieler, wo hier Kollege Wolf in den Startlöchern steht, um da mal angreifen zu können. Bank ist Zagadou für die Innenverteidigung, Piszczek für die rechte Seite, Weigl als Ergänzung oder Vertretung für die beiden Kollegen, Sancho wie genannt für Reus, Kagawa genannt für Götze und Philipp als noch Ersatzstürmer für Alcácer, bis Davy Selke wieder fit ist. Dieser ist verletzt und Wolf auf der rechten Seite für Pulisic als Ersatz. Wir können mal gucken, Davy Selke, was hat er denn? Er hat einen Rippenbruch und fällt 6 bis 12 Tage aus, bisherige Ausfallzeit 7 Wochen. Das heißt, wir haben ihn verletzt eingekauft. Gehen wir zurück auf die Startseite. Wie ihr seht, müssen wir gegen Energie Cottbus ran, erste Runde im deutschen Pokal. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen hier rein und beginnen auch einfach mal mit dem ersten Spiel. Posteingang, was haben wir denn noch? Auswertung der Trainingswoche, Christian Pulisic, wir loben ihn natürlich mal für seine erbrachten Leistungen. Und weiter geht's, da seht ihr, FC Energie Cottbus rückt näher. Und dann wollen wir schauen, dass Energie in der ersten Runde einfach klassisch geschlagen wird. Also ich möchte da eigentlich nichts anbrennen lassen und eigentlich da ganz klar mit einem deutlichen Sieg rausgehen, um auch eine Marke zu setzen für die Liga. Dass man sagt, ja, Borussia Dortmund gut in die Vorbereitung gestartet. Wir haben, glaube ich, nicht ein Spiel verloren in der Vorbereitung. Und deswegen möchte ich auch hier gegen Energie nichts anbrennen lassen. Schürrle ist ja verletzt seit längerer Zeit. Ausfall 5 bis 7 Wochen. Eine Verletzung beim Sprinten hat sich verletzt. Hat eine Bänderdehnung im Knie. Ist ja sowieso ausgeliehen. Und Davy Selke noch nicht zu einem Fitnesstest bereit. Sancho, Wolf, Reus wieder dabei. Und da seht ihr die Partien vom ersten Spieltag des DFB-Pokals.
gehen wir einfach weiter. So, klassisch die Aufstellung. Behalten alles bei, wie wir es eingestellt haben. Müssen dort auch nichts verändern. Sie haben 5 Ersatzspieler zu viel ausgewählt. Ach was. 5 zu viel? 5 zu viel? Wieso haben wir 5 zu viel ausgewählt? Gibt's doch gar nicht. Zwei, drei. Das verstehe ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Wir spielen. Also ein bisschen laut vom Spiel her. Ja, hier seht ihr auf jeden Fall die Aufstellung. Oh, oh. Also Cottbus macht dicht, das sieht man ganz klar. 2 Viererketten voreinander, davor ein Vorgesetzter und der Scheitauer vorne im Sturm. Das ist natürlich schon eine andere, ein anderes Brett als erwartet. Also ich habe jetzt nicht damit gedacht, dass Energie so stark vorne rauskommt. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann machen wir mal weiter, gehen in die Kabine, machen mal eine Teamansprache. Ich würde einfach sagen, bestimmt. Ich erwarte diesem Spiel nichts anderes als einen Sieg. Alles andere wäre auch, ja, alles andere als realistisch. Muss noch ein bisschen leiser machen. So, und Sie stehen kurz vor Ihrem ersten Spiel als Trainer von Borussia Dortmund. Können Sie kurz Ihre Gefühle zu diesem Anlass zusammenfassen? Bestimmt ist es ein großer Tag für mich. Ich kann es nicht erwarten, diesen wundervollen Job zu starten. Ich hatte einige Zeit, mich darauf vorzubereiten. Bin jetzt nicht dafür bereit, daran rauszugehen und das zu tun, wofür ich hergekommen bin, um Spiele zu gewinnen. Also ich würde sagen, Tag 1. Und da stehen die Jungs, bilden nochmal kurz einen Kreis, motivieren sich und jetzt geht die Post ab. Spiel läuft, erste Ecke für Energie Cottbus, aber kein Problem für Bürki, der sich mal langsam vom Ball trennen sollte. Schmeißt ab auf Diallo, rüber auf Guerrero. Er spielt ein bisschen locker auf Witzel, auf Götze, auf Guerrero, auf Reus. Der zieht in die Mitte, sieht Paco Alcácer, Delaney, und der wird noch kurz von der Linie gekratzt. Sehr gut gemacht. Axel Witzel, Kopfball in die Mitte, aber abgewehrt durch Svajic im Sturm von Energie Cottbus. Starker Pass in die Mitte, aber Akanji passt auf. Hakimi auf Pulisic. Pulisic geht über die Außenbahn. Paco Alcácer auf Mario Götze. Pulisic. Au. Das hätte er vielleicht selber machen sollen, anstatt da nochmal quer zu legen. Schön abgefangen von Reus. Reus in die Mitte auf Delaney. Delaney über das rechte Eck hinübergezogen. Wunderbar. Das Spiel antizipiert und dementsprechend dann auch den Abschluss gesucht. Wieder stark über die linke Seite von Reus. Zurück auf Delaney. Delaney mit dem langen Pass auf Pulisic. Pulisic mit der Flanke, aber Eckball von der rechten Seite für Borussia Dortmund. Reus hebt den Arm, spielt den Ball rein, abgewehrt, nochmal auf Reus. Na, jetzt muss mal was passieren, Leute. Witzel und schon wieder gehalten. Das gibt's ja gar nicht. Chancen genug gehabt in der ersten 20 Minuten. Spiel pausiert, Marco Reus ist verletzt. Unterschenkelverletzung. Eieieiei. Dafür muss jetzt Sancho kommen. Und muss den Marco auf der linken Seite vertreten. Ersetzbar. Jetzt verletzt sich Guerrero auf der linken Seite. Leute, was ist denn hier los? Müssen wir Pisscheck bringen? Na, Pisscheck ist auch nicht das Wahre. Ich würde eher sagen, wir bringen den Zagadou.
Und den Zagadou lassen wir unterstützen. Gehen wir nochmal ins Einzelgespräch. Zagadou. Okay. Wie kann man das hier machen? Ach, Teamansprache. Ruhig, Sie können befreit. Ich warte von Ihnen eine gute Leistung. Ansprache bestätigen. Und ab geht's. Mit Zagadou auf der linken Außenbahn, beziehungsweise auf der linken Verteidigerseite. Ein ungewohnter Platz für ihn. Einwurf, Diallo auf Sanchez. Diallo auf Sancho nochmals. Auf Delaney. Delaney sucht den Abschluss. Aber Delaney ist jetzt nicht wirklich der große Goalgetter, der also die Tore vom 16er aus macht, sag ich mal. Wie so Mario Götze oder wie ein Paco Alcacer, Pulisic oder Marco Reus. Gelbe Karte für Delaney. Wir müssen jetzt langsam mal aufpassen, weil wir müssen schauen, dass wir hier nicht, wie gerade in der ersten Halbzeit schon, unser ganzes Pulver bezüglich Mitte-Spieler verschießen. Wenn wir treffen, dann sind wir die Favoriten auf den Sieg. Geht raus und macht das Ding einfach rein. Die restlichen Ansprachen macht der Co-Trainer. Dann starten wir mal in die zweite Halbzeit. Neues Spiel, neues Glück. Zweite Halbzeit läuft. Und jetzt schauen wir uns an, was die Jungs da machen. Pulisic zieht nach vorne, wechselt die Seite auf Sancho. Sancho bringt den Ball zurück, aber leichte Beute für Fitrelli. Der klärt den Ball im Seiten aus. Einwurf wieder Diallo, Götze, Witzel, Witzel auf Zagadou, Zagadou wieder auf Witzel, auf Mario Götze, der zieht, ich dachte, der zieht ab, warum spielen sie denn hinten rum? Leute, man muss auch mal den Abschluss suchen. Mann. So, Hakimi wechselt die Seite auf Pulisic, rechte Seite rüber. Pulisic mit dem Marsch zieht in die Mitte, verliert den Ball. Mario Götze und Mario Götze macht die Bude in der 46. Minute. Wunderbar angenommen, kurz in die Mitte gezogen und versenkt in der rechten Seite. Schön von Pulisic gemacht. Abklatscher, Götze zieht rein mit seinem linken, einfach draufgehalten. Unversenkt und da geht er in die Kurve und lässt sich von den Gästefans von Borussia Dortmund lässt er sich feiern für sein erstes Tor im Pokal. So Leute, und jetzt müssten wir eigentlich befreit aufspielen können. Witzel auf Zagadou, auf Diallo, wieder auf Zagadou. Aber die Chance ist noch nicht zu Ende. Hakimi, wieder Zagadou. Zagadou auf Witzel, Delaney. Jetzt spielen sie so ein bisschen Ping-Pong. Schön gemacht. Hakimi über die rechte Seite, aber geklärt zum Einwurf. Rechtsseitig raus. Zeit läuft langsam runter. Na, ich glaube, warte auf nächstes Highlight. Da passiert jetzt noch was. Gelbe Karte für Christian Pulisic. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu viele Karten fangen. Götze bringt die Ecke rein. Diallo holt sich den Ball wieder auf Götze, wieder auf Zagadou. Und der vertändelt den Ball einfach am 16er. Das hätte nicht sein müssen. Scheithauer verletzt. Schön von Diallo dazwischen gegangen. Und das Leute. Also souverän ist anders. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich mit der Leistung bis jetzt zufrieden sein soll oder ob ich da ein bisschen den Hebel ansetzen muss. Ich glaube aber mal, dass ich den... ich glaube, ich wechsle mal aus. Ich bringe, glaube ich, mal auf der rechten Seite den Marius Wolf für den Christian Pulisic. Um einfach nochmal ein bisschen Frisches über die rechte Seite zu bringen und auch nochmal einen Akzent zu setzen. Ganz stark gehalten von Bürki. Das war gut gespielt von Cottbus. Jetzt haben wir diese unnötigen Ballverluste. Schön durchgesteckt. Klasse geklärt. Wir kommen nicht mehr zurück ins Spiel. Pulisic mit der letzten Aktion nach vorne. Götze, wunderbarer Pass auf Paco Alcacer. Und Zweitsch hält den Ball super gut.
will einfach mehr fordern. Delaney, aber der Schuss war zu mau. Sveitsch, leichte Beute auf der Linie. Hakimi auf der rechten Seite macht ein gutes Spiel. Kruse ist verletzt. Hohe Verletzungsquote bei beiden. Oh, Kruse, das sieht auch nicht gut aus. Der wird vom Platz müssen. Paul Germann geht, Luos Golikas kommt und Kruse geht raus. Also Scheithauer geht raus und Kruse. Diallo macht wirklich ein Bombenspiel in der Innenverteidigung. Jetzt ist Wolf dabei. Wolf auf Hakimi, schön hinterlaufen über die rechte Seite, bringt den Ball rein. Schade. Kam man nicht an den Ball. Und Zagadou hat wirklich die Ruhe weg. Also der Junge, bei aller Liebe. Wunderschönes Dingen. Und da ist der Joker, der reingebrachte Joker Marius Wolf. Zagadou lässig abgespielt. Götze sieht, dass Zagadou durchläuft. Bringt den Ball zurück, der zieht die Flanke Volley und Wolf muss ihn quasi nur noch einschieben. Und damit steht es 2:0 für uns, für Borussia Dortmund im Pokal der ersten Runde gegen Energie Cottbus. Und das macht mir das Ganze jetzt auch wieder einfacher. Zuruf, machen wir kein Risiko, aber machen wir generell kein Risiko mehr. Der Drops ist gelutscht, 84. Minute. Jetzt müssen wir nicht noch anfangen zu zittern, wenn wir uns auf mal ein Gegentor anfangen. Diallo nochmal mit der gelben Karte. Schön von Akanji auf Delaney. Der spielt den Ball durch auf Alcacer. Der macht eine geschickte Bewegung, aber jagt den Ball über die Latte. Und wieder starke Kopfballstaffetten. Delaney ist einfach der Motor vor der Abwehr. Man sieht, was der Junge abräumt. Hakimi über rechts. Naja. Oh, Paco Alcacer. Wunderbares Spiel. Da hat Energie Cottbus nicht aufgepasst. Hakimi geht über die rechte Außenbahn. Der Ball ist eigentlich ganz sicher in den Händen von Cottbus. Der Germans spielt den Ball zurück auf den Torwart und gedankenschnell reagiert Paco Alcacer und zieht den Ball zum Tor und es steht 3:0. Für unsere Mannschaft, für Borussia Dortmund. Wunderbar, da ist er, unser Torschütze Paco Alcacer. Aber gebremst und ein Fehlpass von unseren Jungs. Der hätte nicht sein müssen. Großen und Ganzen bin ich aber jetzt im Nachhinein zufrieden. Auch mit den anfänglichen Startschwierigkeiten haben wir es doch ganz gut gelöst. Und den deutlichen Sieg, den wir haben wollten, haben wir bekommen. Marcello. Latte rettet. Die Latte rettet. Mann. 4 Minuten Spielzeit leuchten auf der Tafel auf an Nachspielzeit. Vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere Chance. Akanji mit einem ganz tollen Pass. Golikas zieht den Ball in die Mitte und Wolf, der rechte Außenspieler, verteidigt den Ball. Wunderschön. Und Delaney einfach mit dem Schlag nach vorne. Um die Zeit zu brücken, reguläre 3 Sekunden haben wir noch auf der Uhr und der Schiedsrichter pfeift pünktlich ab. Damit heißt es 3:0 in der ersten Runde. Ich habe vor der Partie einen Sieg für Borussia Dortmund prophezeit, aber ich habe sicherlich nicht erwartet, dass sie mit 3 Toren Unterschied gewinnen. Nach diesem Erdrutschsieg wird es interessant zu sehen, wie sich das Team von Cottbus davon erholt. Machen wir mal die Teamansprache. Leidenschaftlich, ein sehr schöner Sieg, gut gemacht. Und damit haben wir das Spiel von Energie Cottbus hinter uns gebracht. Borussia Dortmund deklassiert Cottbus. Wir haben noch ein paar Errungenschaften hier freigespielt, sehr schön. Und 8 neue Nachrichten haben. Erste Runde im deutschen Pokal. Rafael Guerrero verletzt, wie lange fällt er aus? Knöchelverdrehung, Ausfallzeit 3 bis 6 Wochen, verletzt beim Tackling. Injektion, kann das Spiel gegen Red Bull Leipzig bestreiten, könnte danach aber bis zu 6 Wochen verletzt ausfallen. Es fallen medizinische Kosten in Höhe von 600 Euro an und Physiotherapeut, Ausfall für 3 bis 4 Wochen. Wir überlassen das dem Physio. Also mir ist nicht damit geholfen, ihn kurzfristig fit zu spritzen.
Muskelfaserriss in der Wade, Marco Reus. Auch hier würde ich sagen, wir gehen das Ganze an den Physio. Diallo feiert sein Debüt für Borussia Dortmund. Die abschließende Pressekonferenz nach dem Spiel beginnt. Wir haben Roy Donat von der Deutschen Sportnachrichten, Chris McDonald, 90minuten.com, Erik Reinhardt, Deutsche Fußballzeit und Thomas Jansen, dh.be. Freundlich, keine besondere Beziehung, gleichgültig. Wir nehmen an der Pressekonferenz teil. Mit dem heutigen Spiel haben Sie in die nächste Runde geschafft. Wie viel sehen Sie Ihre Chancen auf den Gewinn des Titels? Darauf reagiere ich mal leidenschaftlich. Solange wir im Wettbewerb sind, haben wir Chance zu gewinnen. Floskeln, aber es passt. Es wurde der Tag der Borussia Dortmund-Debütanten, als Paco Alcácer und Marius Wolf Tore erzielen konnten. Was halten Sie von der Leistung Ihrer Debütanten? Jeder Trainer ist gespannt, wie die Neuverpflichtung sofort einschlagen. Es war großartig zu sehen, was die Jungs geleistet haben. Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Ein Sieg in ihrem ersten Pflichtspiel als Borussia Dortmund-Trainer konnten sie sich einen besseren Start wünschen. Es war ein großartiges Spiel, alles verlief nach Plan. Kollege McDonald, Hossim Junior Matuvilla machte heute ein schreckliches Spiel für Cottbus. Sicherlich hat sie das Unvermögen von Matuvilla erfreut. Da sagen wir dann bestimmt, darüber möchte ich nicht sprechen. Genossen habe ich das eher nicht. Ich habe mich nur auf mein Team konzentriert. Wir machen uns auch keine Gedanken über andere Mannschaften. Mario Götze war heute in guter Form oder sehen Sie das anders? Auch hier hat man Mario Götze auf dem Kicker. Hier würde ich auch leidenschaftlich, er war einfach fehlerlos heute. Wie schwierig ist der Verlust von Reus für Ihre Ambition? Da definitiv ist es ein schwieriger Schlag. Marco war ein wichtiger Faktor für unser Spiel. Und Borussia Dortmund erhält 140.000 für den Weiterkommen in der ersten Runde. Götze gut in Form bei souveräner Borussia Dortmund, bei souveränen Borussia Dortmund Erfolg. 82% Passquote, 13,3 gelaufene Kilometer, Note 8,4, ein Tor. Petkovic im Stadion der Freundschaft entdeckt bei Borussia Dortmund. Schweiz-Trainer Petkovic, ja klar. Sich die Jungs mal anschauen, die ich da habe aus der Schweizer Nationalmannschaft. Ich würde sagen, damit machen wir heute Stopp und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir unser erstes Saisonspiel haben. Ich gehe mal auf den Terminplan. Es steht an, direkt das erste Heimspiel gegen Red Bull Leipzig. Und da sehen wir uns wieder und schauen mal, was wir gegen die Jungs mit der Brause-Blubber-Brühe da abliefern. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, gerne ein Abo. Abo ist kostenlos, denkt aber bitte daran, die Glocke zu aktivieren, um weitere Infos oder weitere Videos nicht zu verpassen auf meinem Kanal. Dafür sage ich danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Kai.